Fuck, wie fett war eigentlich Guardians of the Galaxy? So here we are. A thief, two thugs, an assassin, and a maniac. Bevor ich jetzt loslege, erstmal zwei kleine Sachen. Als erstes, ihr werdet euch fragen, wer ist das und was macht ihr hier überhaupt? Ich bin der Marco, ich arbeite hier öfter mal als Cutter und Kameramann, bin schon sehr lange bei High Five immer mal wieder dabei und durch mein mehr oder weniger profundes Filmwissen habe ich mich öfter mal aufgedrängt, hier in Filmsendungen, schon noch spezifischer Comic-Filmsendungen, öfter mal aufzutreten und meinen Senf abzulassen, was dann der Nino liebevoll den Marco-Modus nennt, weil ich dazu neige, 5 Minuten ununterbrochen am Stück zu reden. Nun, jetzt haben wir uns das Sachwas drumherum gespart und ich rede jetzt einfach 5 Minuten über diesen Film, weil ich das Glück hatte, ihn in der Special Preview schon mal zu sehen. Das zweite ist, ich werde das hier komplett spoilerfrei halten. Also ich werde nichts erzählen, was man im Trailer schon sieht und ich werde auch zur Story nicht viel erzählen, dafür kann man sich auch den Trailer anschauen. Könnt ihr euch an das Gefühl erinnern, als ihr in eurer Kindheit eventuell zum allerersten Mal Star Wars gesehen habt oder Indiana Jones oder Zurück in die Zukunft? Was diese Filme von den meisten anderen Filmen, die wir jemals im Leben sehen, egal wie gut oder schlecht sie sind, unterscheidet, ist, dass man sofort mit dem Beginn der Credits das Gefühl hat, ich möchte diesen Film gleich wiedersehen. Sofort. Mein allererster Kinofilm war König der Löwen 1994. Das heißt, dass ich jetzt schon seit 20 Jahren ins Kino gehe. Und noch nie hat ein anderer Film es geschafft, in mir diese Gefühle auszulösen, wie es Guardians gemacht hat. Ihr habt bestimmt schon im Internet verfolgt, dass sich die Kritiken über diesen Film überschlagen gerade. Also auf Rotten Tomatoes hat er zeitweise 97% gehabt, auf IMDb stand er zeitweise auf 9,0. Das sind schon The Dark Knight-Werte. Es hat sicherlich sehr viele Gründe, warum das so ist und ich möchte euch jetzt mal 3 Gründe nennen, warum ich den Film so sehe, wie ich ihn sehe. Erstens, der Humor. Also es ist, auch wenn der Trailer nicht ganz den Anschein macht, es ist nicht dieser pointierte Humor, wie man es meistens aus Filmen kennt und sogar aus Komödien kennt. Es ist eher die Art Humor, wie es auch Star Wars geschafft hat oder eben The Big Lebowski. Durch eine Gruppenkonstellation von Leuten, die sich zusammenraffen müssen und sich in ihren Dialogen gegenseitig überschlagen, auch wenn sie unterschiedliche Motive haben, die der Zuschauer jederzeit auch nachvollziehen kann. Diese Charaktere, so wie sie sind, wachsen einem sehr, sehr ans Herz. Und das ist auch ein Kunststück, weil 2 der Charaktere sind komplett computeranimiert. Aber während des ganzen Films hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass ich computeranimierten Charaktere ins Gesicht schaue. Gerade Vin Diesel und Bradley Cooper, die ja Groot und Rocket sprechen, verleihen diesen Charakteren viel mehr Gefühl und Tiefe, als man es vermuten würde. Und letztendlich ist der Film viel mehr an der Serie Firefly und dem dazugehörigen Film Serenity, als es vielleicht an Star Wars ist. Auch hier ist es wieder die Gruppenkonstellation, die die Dynamik zwischen den Charakteren ausmacht. Humor ist aber ja bekanntlich Geschmackssache, deswegen möchte ich kurz erklären, wie mein Humor funktioniert. Also meine absolute Lieblingskomödie aller Zeiten, den Film, den ich mir am meisten immer wieder anschauen kann und höre nicht auf zu schmunzeln, das ist The Big Lebowski. Das liegt auch wieder daran, weil es wieder eine Gruppenkonstellation aus verrückten Charakteren ist, die wunderbare Dialoge miteinander haben, die für mich auch beim wiederholten Schauen nicht schlechter werden. Und genau das schafft Guardians of the Galaxy. Das hat damit vor allem zu tun, dass einem diese Charaktere in diesem Film unglaublich viel bedeuten. Das zeichnet sowieso alle guten Filme aus. Man muss immer mit den Charakteren mitgehen können, sich mit der Identifikationsfigur weitestgehend auch wirklich identifizieren können, sich in sie hineinversetzen können. Das schaffen nur die allerwenigsten Filme und Guardians schafft es. Das zweite ist, der Film ist wesentlich cleverer, als man glaubt. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Musik, wie ihr schon gemerkt habt, das Soundtrack ist sehr, sehr 70er und 80er gehalten, nicht einfach nur da ist, weil sie cool ist. Das ist sie ja, das ist keine Frage. Es hat viel mehr damit zu tun, dass es wie bei Tarantino ist. Die Musik kommentiert auch teilweise das Geschehen und ist nicht einfach nur so eingebunden. Wenn man sich zum Beispiel Reservoir Dogs von Tarantino, seinen allerersten Film 1992, vor Augen hält, da lässt er durchgehend in diesem Film Musik nur aus den 70ern laufen. Das hat auch damit zu tun, dass die Charaktere ganz am Anfang etablieren, dass sie gerade im Radio irgendeine 70er-Show hören, wo jetzt die ganzen Songs hören, die sie seit Jahren nicht mehr gehört haben. Das gibt Tarantino zum einen die Plattform, dass in diesem Film die ganze Zeit diese Musik läuft. Aber zum anderen nutzt er diese Musik, um die Coolness der Charaktere zu betonen und gleichzeitig zu kontrastieren. Zum Beispiel die Szene mit Mr. Blonde, der cool zu dieser Musik tanzt und dann anfängt, den Polizisten zu foltern. Chris Pratts Charakter, Star-Lord, ist eigentlich als Junge von der Erde entführt worden, hatte nur diesen einen Walkman bei sich. Und dieses Mixtape, das seine Mutter ihm gemacht hat, das hört er die ganze Zeit im Film. Und das ist der Soundtrack des Films.
Und allein dadurch, dass er diese emotionale Verbindung zur Mutter mit diesem Soundtrack verbindet, macht für den Zuschauer den Soundtrack auch viel gewichtiger, als es nur der Coolness wegen sowieso ist. Außerdem schön ist diese Beziehung zwischen Groot und Rocket. Sie ist eigentlich eine Allegorie auf die Beziehung Han Solo zu Chewbacca. Groot ist genauso wie Chewie der Beschützer für Han Solo respektive Rocket. Nur der Film geht in dieser Beziehung noch einen kleinen Schritt weiter. Und zwar, wenn man Chewie zum ersten Mal sieht in dem Film, muss man sich ja eigentlich wundern, dass die Leute ihn verstehen. Im Grunde grunzt er ja nur und raunt. Und alle verstehen ihn, vor allem Han Solo. In Guardians ist es so, dass Groot nur 3 Wörter sagen kann, weil sein Sprachzentrum unterentwickelt ist. Er kann nur sagen, I am Groot. Der Einzige, der wirklich daraus Sinn machen kann am Anfang des Films, ist Rocket. Rocket versteht, was er sagt. Der Zuschauer am Anfang natürlich nicht, genauso wie die anderen Charaktere. Aber mit der Zeit entwickelt auch der Zuschauer eine Empathie für Groot und liest in seinem Gesicht ab. Und aufgrund der Betonung und des wirklich guten Schauspiels von Vin Diesel merkt man, was der Groot eigentlich gerade sagen möchte damit. Der dritte Grund, warum der Film für mich so toll ist, ist James Gunn. Also James Gunn, der Regisseur, hat bisher nur kleinere Independent-Filme gemacht. Wer so einen kleinen Einblick in seine künstlerische Qualität hat, der sollte sich mal Super anschauen von ihm. Super ist nicht wirklich ein Comicfilm. Er ist eher ein Film, der eine Comic-Verfilmung sein möchte, zu einem Comic, den es ja gar nicht gibt. Und gleichzeitig eine Parodie auf Comics. Eigentlich ähnlich wie Kick-Ass. Es ist eigentlich die Independent-Low-Budget-Version von Kick-Ass. Das ist jetzt auch nicht der allerwitzigste Film auf der Welt, aber er zeigt, wie konsequent James Gunn auch diese Idee weiterverfolgt, auch in der Brutalität zum Teil. Außerdem hat er diese Internetreihe PG-Porn gemacht. Die kann ich nur empfehlen, aber ich empfehle euch auch, es nicht auf dem Arbeitsplatz zu schauen, weil die ersten paar Minuten sehen immer so aus, als würdet ihr euch gerade ein Porno reinziehen. Andererseits ist der Humor schon mal sehr, sehr, sehr bezeichnend für den Humor des Films Guardians of the Galaxy. Dass jemand wie James Gunn überhaupt diesen Film machen durfte, ist eigentlich Wunder und Glücksfall zugleich. Er ist normalerweise der Typ Regisseur, der nie die Chance bekommt, so einen Film zu machen. Trotzdem hat der Film, trotz aller Lobdudelei, auch Schwächen. Zum einen ist der Bösewicht relativ blass, also nichts Besonderes. Zum anderen ist dieser Film viel zu sehr in diesem Marvel-Universum verankert. Das heißt, es gibt dauernd Szenen, die mit dem großen Ganzen des Marvel-Universums und den Avengers zu tun haben, die dramaturgisch dem Film selber als geschlossener Raum nicht gut tun. Und zum Dritten ist er auch etwas unglücklich, was die Inszenierung der Raumschlachten angeht. Es gibt eigentlich nur 3 gute Möglichkeiten, Raumschlachten gut zu inszenieren. Das eine ist, wie es George Lucas bei Star Wars getan hat. Er hat es gemacht wie in dem Film Luftschlacht über England, von dem man sich hat inspirieren lassen. Das heißt, man hat viele kleine Jäger und das Leben eines Piloten ist nicht viel wert und ein Treffer kann den Tod bedeuten. Die andere Art ist zu inszenieren, das ist wie bei Star Trek, große Raumschiffe und es ähnelt eigentlich mehr einer U-Boot-Schlacht wie in Jagd auf Roter Oktober. Das dritte ist, es ist so zu machen wie in Serenity. Das heißt, das kleine Raumschiff mit der Besatzung, um die es geht, ist eigentlich nur eine Randerscheinung eines großen Krieges. Guardians of the Galaxy mischt alle 3 dieser Aspekte, wirkt aber dadurch auch irgendwie beliebig und langweilig. Ich bin noch ohne dieses neumodische Ding Internet aufgewachsen. Früher war mein liebstes Spielzeug der Videorekorder. Ich habe alles Mögliche im Fernsehen aufgenommen und mir auch schlechtere Filme immer und immer wieder angeschaut. Aber dann gab es diese eine Schublade mit den Filmen, die ich mir nicht wieder überspielt habe, die habe ich behalten. Das war natürlich Star Wars, Indiana Jones, Pulp Fiction, das ganze Zeug. In diese Schublade hätte ich auch Guardians of the Galaxy gesteckt. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, das man diesem Film machen kann. Und wer hat nicht Star Wars zum ersten Mal gesehen und sich Lebtage ärgert, dass er sowas nie wieder im Kino sehen konnte? Deswegen mache ich gerade dieses Video hier. Ich will euch sagen, das ist dieser eine Film, auf den ich persönlich 20 Jahre lang gewartet habe. Und jetzt kann ich das zum ersten Mal im Kino sehen und ich kann euch nur empfehlen, ihr solltet das auch tun. Oh, yeah. I look around, you know what I see? Losers. But life's giving us a chance. To do what? Something good?